Ja, damit zu funktionieren. Dann machen wir ein YouTube-Zeichen und gehen im sechsten Stream weiter. Wir haben letzte Mal, sprich gestern, die Quest in der Höhle gemacht und den Paka-Paka, oder wie der hieß, den Troll gemacht. Genau, Pack-Packs. Da könnten wir die Quest abgeben gehen, aber das machen wir natürlich noch nicht, weil wir haben nämlich hier in der Ecke immer noch eine andere Quest. Und zwar, hier oben. Da müssen wir bei Andraste Tapferbluts nach dem Rechten sehen. Das heißt, wir setzen mal einfach Kurs hier oben hin und gucken mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Dann haben wir nämlich die Quests hier in der Ecke gemacht und können erstmal zurückgehen. Wir müssen nämlich eh zurück, um mit Jesper zu reden. Dann können wir nämlich alles einfach easy abgeben. Das haben wir dann quasi erstmal die Ecke hier abgefrühstückt. Und da oben muss ich so ungefähr hin. Haben wir eigentlich einen Skillpunkt? So sieht die Skillung im Moment aus. Wir haben noch einen Erinnerungspunkt. Das ist sehr nice. Das heißt, wir können eben skillen gehen. Das haben wir gestern gar nicht mehr gemacht. Das machen wir dann heute. Direkt mal mit Skillen anfangen. Einmal ganz kurz meditieren. Und dann wird alles besser. Ich weiß noch gar nicht, was ich skillen will. Nehme ich jetzt schon den Gesellenpunkt mit? Oder hier oben habe ich jetzt... Was habe ich hier geskillt? Hier habe ich jetzt geskillt Elektrokution. Und hier hatte ich jetzt geskillt Einschlag. Elementarzauber können unsere Feinde, wenn sie doppelt gewirkt werden. Was heißt das mit dem doppelt gewirkt? Heißt doppelt in beiden Händen denselben Zauber? Das könnt ihr gerne beantworten, wenn ihr es wisst, weil ich wüsste sonst nicht, was das bringen soll. Und hier haben wir in der Mitte noch die Schocknova. Wobei, die könnten wir mal testen, wie die ist. Sollen wir die mal testen? Die Schocknova? Und hier oben war einfach nur Meisterstufe. Hm, da brauchen wir noch nicht. Ja komm, wir nehmen einfach mal die Schocknova mit. Einfach mal testen, wie die ist. Weil sonst wüsste ich auch nicht, was ich hier noch skillen sollte. Wie gesagt, wir können hier noch den Elementargesellen skillen. Wobei, das könnten wir eh machen, weil wir es irgendwann machen müssen. Das heißt, den Gesellen einfach mal mitnehmen. Ja komm, wir nehmen den Gesellen mit, dann haben wir den. Elementargeselle, dann haben wir das auch. Dann müssen wir das später nicht, wenn wir den ersten Zauber finden. Dann können wir vielleicht nicht skillen. Und so haben wir den auf jeden Fall und sind da auf der sicheren Seite. Und mit Fokus komme ich ja im Moment ganz gut klar, weil es ziemlich viel Mana spart. Robin, komm gut ins Bett. Und nochmal danke für die Unterstützung, Robin. Doppelt heißt rechts und links gleicher Zauber. Okay, also wie vermutet. Und Mergo bestätigt hat auch nochmal. Dankeschön dafür. So, wir nehmen Fokus. Wieder hier rein. Speichern jetzt auch nochmal ganz kurz. Falls das Spiel jetzt gleich nochmal irgendwann crasht, haben wir hier jetzt auch den Safe nochmal, dass wir gespeichert haben. Und dann... Oh, rumpeln die Skelette durch die Gegend. Okay. Und ich muss so die grobe Richtung nach... Nach... Gerade habe ich das Ding gesehen, jetzt sehe ich es nicht mehr. Noch da, nach da. Ich muss die grobe Richtung nach hier. Ein Tamsia, sei gegrüßt. Onkel Kluma sagt das auch nochmal, okay. Wenn du... Ja, wobei, das ist eine interessante Frage. Das habe ich noch nie gemacht, wir können das mal testen, warte mal. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Vielleicht sollten wir das wirklich mal machen, denselben Zauber zu nehmen. Hm. Habe ich noch nie gemacht, aber das scheint ja zu gehen. Weil ich habe jetzt halt immer so eine Mischung aus beiden. Also sprich Frost, Feuer, Frost, Blitz. Aber das könnte man wirklich mal irgendwann testen. Das könnte man wirklich testen. Das ist eine gute Idee eigentlich. So, und wir müssen hier mehr oder minder runter. Und rüber. Die Frage ist, ob wir hier nochmal unseren Esel missbrauchen können oder ob wir den offiziellen Weg gehen sollten. Das weiß ich nicht, denn wir haben ja herausgefunden, dass unser Esel leicht OP ist. Da drüben ist eine Brücke. Ja, pass mal auf, wir rufen mal Esel. Der ist ja in den benutzbaren Gegenständen unter F. Unter F wie Pferdeflöte. Natürlich, wir schreiben Pferd jetzt immer mit F. Das ist die neue deutsche Stream-Rechtschreibung. Pferd mit F. Merkt euch das. Das bringt euch im Leben weiter. Und euch guckt auch keiner komisch an, wenn ihr dann Pferd mit F schreibt. Ne, hier ist... Da?
Wo ist denn hier diese Pferdeflöte? So, da ist unser Imba-Esel, der Mopedsturm. Dann können wir nämlich auf Mopedsturm. Der ist umbenannt. Der heißt nicht mehr Mopedsturm. Jetzt heißt er Wirbelsturm. Mein Mopsketier wurde umgenannt. Das ist nicht mein Esel. Die bescheißen. Der hieß Mopedsturm. Ey. Unglaublich. Oh. Mopedsturm konnte das. Ach, kein Qualitätsesel. Kein Qualitätsesel. Wieso konnte ich das letzte Mal und wieso konnte ich das jetzt nicht? Ich muss, glaube ich, an der Klippe runtergleiten, oder? Diese Physik. Das war zu hoch. Ja, ich bin einfach runtergesprungen. Das ging in Dragon Age. Da konnte man so runtergleiden. Also da konntest du nicht nur gleiten, da konntest du tatsächlich runterspringen. Und das hat dem Phoenix ausgemacht. Wirbelsturm taucht nichts. Umtausch, auf jeden Fall. Mopedsturm war qualitativ hochwertiger. Der konnte das mit dem Klippen. Aber hier sieht es eventuell so aus, ob ich runterkomme. So, rufen wir das Mopsketier nochmal mit der Pferdeflöte mit F. Ja. Und dann? Kommt der Esel nicht. Vielleicht hätte ich ihn vorher rufen sollen. Arg, meine Pläne sind heute schon wieder nicht die besten. Sorry dafür. Die Idee an sich ist vielleicht gar nicht falsch. Die Umsetzung daran hapert es gerade. Und Amy, danke für den Host. Die Frage ist, ob ich hier eventuell so runterkomme. Ohne zu sterben. Ich glaube, hier komme ich auch so runter. Ach, geht doch. Selbst ohne dieses komische Getier. At Grip, würde ich sagen. Ich glaube, ne? Das war ja mehr oder minder Fall durch Sturz. Alter, was rede ich heute? Ja, natürlich, es war ein Fall durch Sturz. Wir sind Sturz gefallen. Und das Leben hat nicht abgebremst. Von daher, passt schon. Ach, da unten ist er. Schlauer Esel. Vorne sind Moped-Männer. Oh, der lebt noch! Wie hat er das denn gemacht? Und was hat er gemacht? Und warum hat er das gemacht? Und warum kann ich das nicht? Gestartet. Mythen und Legenden. Alle mythischen Kreaturen auf Enderal finden und besiegen. 1 von 5. Aha. Keine Ahnung, wer das war. Der war tot und lebte noch. Dieser fiese Möb. Da ist eine Eispranke. Die nehme ich mit. Die können wir nämlich direkt mal reintun. Dann haben wir wieder einen Inventarplatz mehr. Dankeschön. So, einmal F5. Jetzt weiß ich wieder, dass das geht. Das habe ich gestern komplett vergessen. Skalis, Lisa, für 5 Euro kannst du dir vielleicht ein neues Pferd kaufen, das auch kommt, wenn du rufst. Knuddelige Grüße von mir und Tommy. Lisa, ja, ich will meinen Mopedsturm wieder haben und nicht hier dieses Wirbelsturm-Ding. Ach, ich wurde beschissen. Lisa, danke für die Unterstützung, schön, dass du wieder reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie gesagt, die Bilder von deinem Tiger auf Instagram, ziemlich cool. Holy moly, wenn ich keine Katzenallergie hätte, würde ich auch drüber nachdenken. Echt niedlich, das Tier. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit Tommy. Und Dankeschön für die Unterstützung. Wie schön, dass du da reinschaust. Und Dankeschön. Und natürlich Herzen für die liebe Lisa. Wo sind meine Manieren? Herzen!
Geh bitte schnell auf die Karte. Wir sind hier. Da, so in dieser Senke. Wir waren hier unten bei der Mine. Haben die Quest gemacht, sind hier rüber, sind über den Berg gesprungen. Und weil ich hier hin wollte. Da ist nämlich die nächste Quest. Da wollte ich jetzt halt hingehen. Deswegen sind wir da einfach vom Berg gesprungen. Markus, magst du eben nochmal auf den Wanderer gucken? Wieso, war der besonders? Ja gut, er hat ja irgendwie eine Quest gestartet. Arve Delin, der Wanderer. Und der hat halt diese Quest gestartet, dass ich jetzt anscheinend, auf meinen Reisen stieß ich auf die Bücherreihe des alten endralischen Erzmagisters Gabayan Giratu. Darin führte er Legenden über Kreaturen auf, die das Land seit geraumer Zeit durchstreifen. Wer weiß, vielleicht hat die eine oder andere ja einen wahren Kern. Und den hatten wir jetzt halt gefunden. So, 3, 2, 1, drücke jetzt Screenshot. Kann dir die Karte nochmal zeigen. Da. 3, 2, 1, Screenshot. Ergo. Sollte das funktionieren. Ansonsten ist es ja jetzt auch nochmal in der VOD. Über den habe ich mich gerade im Forum beschwert. Über den Typen. Warum? Kam der bei dir nicht? Hast du den nicht gefunden? Was? Und Non-Nerd sei gegrüßt. Oder Non... Nee, wie spricht man das aus? Ich sag einfach Nerd sei gegrüßt. Ja, direkt hier links von diesem Alter. Gesellenbuch, leichte Rüstung. Das nehme ich mit. Also hier links von diesem Altar, da einfach den Weg entlang über dem Fluss, da war er jetzt bei mir. Ob der irgendwo random spawnt, keine Ahnung, das weiß ich natürlich nicht. Und wir wollen... Wo wollen wir jetzt hin? Jetzt habe ich den Weg schon wieder verloren. Jetzt habe ich mich dreimal im Kreis gedreht und finde den Weg nicht mehr. Da will ich hin. Okay, die halten gut was aus. Die halten gut was aus. Vielleicht, oh, 225 XP für einen Moped-Mann. Also, ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Wahrscheinlich sterben wir gleich wieder wie am Fließband. Da wird sich der Robin dann schon wieder freuen. Ah, der hat schon wieder GPS-Pfeile. Oh, ich hänge jedes Mal beim Zurücktörteln fest. So, wir nehmen mal ganz kurz, nehmen wir eine Mana-Kappe. Eine Mana-Kappe unter M. Die müsste doch hier sein. Wieso ist das eigentlich nicht alphabetisch? Doch, doch, das ist ABC-betisch, oder? Mana-Pilz da. Und dann nehmen wir nochmal für gleich, direkt hinten dran, nehmen wir dann schon mal einen kleinen Käse oder so, dass wir unser Leben gleich ein bisschen mehr aufwuppelt. Warte mal. 600, 400. Ja komm, wir nehmen so einen gegrillten Lauch. Deskiel, sei gegrüßt. Ja, die machen gut ihre Aua, muss ich sagen. Die machen gut Aua. So, wir buffen uns mal. Segen des Lebens. Und wir buffen uns auch unser Götterschild. Dann sind wir nämlich ein bisschen stabiler. Weil so wird das, glaube ich, nicht gut enden. Ist immerhin eine legendäre Kreatur. Woran erkennt man das denn, dass der legendär war? Ehrlich gesagt habe ich das überhaupt nicht erkannt.
In Fallout habe ich halt irgendwann nachher dann erkannt, was hier wirklich dann legendär und schwieriger ist. Ich erkenne ja keinen Levelunterschied, muss ich sagen. Für mich sehen die halt alle gleich aus. Muss ich sagen. Gibt es da Unterschiede in der Lebensfarbe, Balken, Leiste? Das habe ich noch nicht gecheckt, muss ich sagen. Mag sein. Ich weiß es halt nicht. Oh, was ist das denn? Das leuchtet grün. Waldelementar. Der war neu, den kannte ich noch nicht. Tapperwurzel. Und der macht irgendeinen Debuff. Ja, aber das... Klar gibt es... Nein, ich rede ja hier von denen. Die sind hier alle stark, die Gegner mittlerweile. Und ich bin halt... schwach. Ich meinte jetzt nicht diesen einen legendären Mob da. Sondern, dass wir hier halt mittlerweile im Gebiet sind, wo ich fast für einen Gegner schon das komplette Mana brauche. Und das signalisiert mir halt, dass es hier deutlich schwieriger ist. Und die auch ganz gut Schaden halt an mir machen. Das kommt halt noch dazu. Und wir haben einen Mondstein gefunden. Okay, nehme ich mit. Ja, das ist halt John Stark. Weißt du doch. Wie der John Stark. Ja, die wohnt ja aber auch hier wirklich am Arsch der Welt, die Frau, kann das sein? Mitten in so einer Nebelkacke. Da will ich auch nicht wohnen. Alte Wassermühle entdeckt. Moment, sei gegrüßt. Und Pauli, danke nochmal für die Unterstützung in Form von Superino. Hilft, wie gesagt, unglaublich. Viel Spaß beim Lurken oder beim Pennen. Bis morgen oder die Tage, mein Lieber. Dankeschön nochmal. Und Skyrim kann so unendlich sein, Deichgraf. Das ist wie Fallout, ich weiß. So, die Frage ist, sind hier... Ja. Oh, ja, natürlich. Mit Feuer auf Feuer funktioniert... Kacke. Ich sterbe. Ne, ich sterbe doch nicht. Glück gehabt. Hoho! Jaha! Ich brauche mal ganz kurz meinen anderen Zauber, und zwar Erdung, weil ich hier mit Feuer natürlich nicht weiterkomme. Und da kann ich mich aber auch nochmal nachbuffen, weil mein Rüstungszauber gleich schon wieder weg ist, der Götterschild. Und dann nehme ich auch nochmal mein Lebensding. Und dann nehme ich wieder Frosthauch. Grant us ice. Grant us ice. Aber hier ist nichts. Und some say Cosm. Na, dann haben mich meine Ohren wohl doch nicht getäuscht. Und was verschafft mir die Ehre? Ihr wollt doch nicht etwa eine wehrlose Frau ausrauben. Falls doch, überlegt es euch nochmal. Die Wächter waren nur eine Mausefalle. Bildlich gesprochen. Weit davon entfernt. Eure Tochter schickt mich, Erika. Tut sie das? Hm. Zu lügen scheint ihr jedenfalls nicht. Na dann, kommt rein. Wer bin ich, eine Bekanntschaft meiner Tochter meines Hauses zu verweisen?
Entschuldigt noch einmal die Wächter, ich habe Grund zur Vorsicht, sagen wir es so. Diese Lande sind nicht die Buchten von Kile, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Erst recht nicht der Düsterwald. Naja, aber ihr scheint euch ja zu verteidigen zu wissen. Kriegen wir hin. Oh, die wohnt hier aber ganz schick, wa? Also nachdem es unten ziemlich ranzig aussieht, sieht es hier oben, naja gut, er hat auch eher wie eine Abstellkammer aus. So, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Ich würde euch ja was zum Trinken anbieten, aber ich schätze, ihr wollt gleich zum Punkt kommen. Also, schießt los. Was bedrückt meine liebe Erika so sehr, dass sie sich eine Söldnerin leistet? So gut läuft die Galerie meines Wissens dann doch nicht. Sie macht sich Sorgen. Sie sagt, sie habe seit Ewigkeiten schon nichts mehr von euch gehört. Was übersetzt so viel bedeutet wie... Sie braucht neue Bildnisse, weil sich der Oberstädter Dünkel an den Alten satt gesehen hat. Die arme Kleine. Steht vermutlich nicht so gut um ihre Galerie, was? Sie und ihr geliebter Eschno mit besorgten Gesichtern, die kargen Einnahmen zählend. Ich kann es mir nur zu gut vorstellen. Also machen wir es kurz. Dass ich nicht liefere, hat nichts mit Erika zu tun. Ich habe momentan... andere Probleme, wie vorher schon angedeutet. Einen Überfall, um das Kind beim Namen zu nennen, bei dem mir ein sehr, sehr kostbares Werk gestohlen wurde. Und? Eigentlich trifft sich das doch ganz gut. Wie wär's? Ihr holt mir das Bild zurück und ich werde mein Bestes geben, sobald wie möglich wieder neue Gemälde für die Galerie hervorzuzaubern. Klingt gerecht. Erzählt mir mehr über diesen Überfall. Habt ihr die Täter gesehen? Oh ja, sehr gut sogar. Ein junges Paar, beide in sündhaft teure Gewänder gekleidet. Sie haben behauptet, sie würden sich von mir malen lassen wollen. Und dann? Tja, sagen wir so. Ich war unvorsichtig, was ziemlich untypisch für mich ist. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Und als ich aufwachte, waren sie über alle Berge. Zusammen mit meinen kostbarsten Gemälden. Die beiden müssen in Richtung Kehlsteinbruch gerannt sein, zumindest den Spuren nach zu urteilen. Aber es war bereits dunkel und all meiner Magie zum Trotz. Ich habe kein Bedürfnis, mit einer Horde Verlorenen oder Fatüren Bekanntschaft zu machen. Aber jetzt seid ihr ja da. Von hier aus in Richtung Kehlsteinbruch. Verstanden, ich sehe, was ich tun kann. Erzählt mir doch mehr über eure Bilder. Was macht sie so besonders? Mich wundert nicht, dass ihr an diesem Ort wie diesen überfallen werdet. Warum lebt ihr so zurückgezogen? Eines noch, seid ihr wirklich Andrasta, Erikas Mutter? Ihr seht etwas sehr jung aus. Ach egal, wir machen einfach die Quest. Da bin ich mir sicher. Passt auf euch auf, ich warte hier. Gut. Das verlorene Bildnis finden. Wo haben wir das denn? Beziehungsweise muss ich wahrscheinlich erstmal ganz kurz aktivieren. Ich weiß gar nicht, wo ich die Quests her habe. Aber egal, ich aktiviere sie mal. Das verlorene Bildnis finden. So, und ich spiele, beziehungsweise habe Fallout auf der PlayStation gespielt, Muhammad. Das heißt, ich kann zu deinem Grafikfehler, ich habe es gelesen, leider nicht sagen. Das ist noch weiter nach links. Ja, ich würde sagen, wir gehen erst einmal zurück. Weil das bringt uns jetzt noch weiter nach links. Und ich gehe davon aus, dass wir da später in der Story eh dann hinkommen. Dann können wir uns nämlich lieber einmal zurückporten. Ihr redet gerade über Bloodborne? Ne, Bloodborne habe ich doch ein paar Mal mehr durchgespielt. Bloodborne 2? Ja, glaube ich, wird es erstmal nicht geben, Hawkeye. Ich bin auch eher auf was Neues gespannt, muss ich sagen.
Jetzt unbedingt ein Bloodborne 2. Ach, ich weiß es nicht. Du siehst es ja auch an Souls. Es wird halt nicht wirklich von Teil zu Teil besser. Dann lieber mal was komplett Neues, was halt überraschend ist. Was ist das denn hier für eine Lore? Lore. Moxa meine ich natürlich. Sei gegrüßt. Sollte ich hier sein? Der kriegt überhaupt keinen Schaden. Ich sollte hier nicht sein, ne? Stirb! In der eitrigen Feuerhölle. Eieieiei. Jetzt kann ich schon wieder was essen. Ich glaube, ich sollte hier wirklich nicht sein. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Das war wieder super klug von mir, Markus. Super klug. Du bist echt der klügste, kluge Mops. Ich sterbe. Nein, ich bin noch zu jung zum Sterben. Ich renne um mein Leben. Mich versteckt? Bin ich sicher? Hauen die mich? So, Flammenbiss und Frosthauch. Und eigentlich bin ich versteckt, das heißt, jetzt müsste langsam die Mana-Regeneration auch wieder einsetzen, dankeschön. Wir gucken, dass wir da nochmal hingucken, mit den Augen. Gebratene Hasenpfote. Ah, klingt lecker, dann nehmen wir die doch. Und ihr kippt hier einfach die Tische um. Stop it! Kein Krawallkasser! Und WB Spike. So, ich bin hier hochgeglitschelt, ne? Warum kann ich jetzt nicht springen? Ah, jetzt kann ich springen. Genau, hier bin ich hoch. Ach so. Ja, schießen. Krieg ich überhaupt keinen Schaden? Was geht mit dem? Alter Schwede, ich sollte hier wirklich nicht sein. Das sind ja die Monster-Mopeds. Ja, unfasslich. Aua! Ich lebe noch! Nee, 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 nee. Ich muss mal ganz kurz bitte gehen. Wahrscheinlich jetzt im Hochporten. Ich fliege jetzt hoch und schwupp bin ich weg. Also, ich meine tot. Abgeknallt vom Bogen. Eieiei. Ja, ich brauche neue Zauber. Ich mache kein Damage im Moment. Logical, sei gegrüßt.
brauche dringend neue Zauberränge oder so. Das ist, alles im Moment nicht so geil. Das heißt, wir gehen jetzt mal die Quest abgeben. Wenn ich hier den Flugmeister finde. Hallo. Hallo. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Nach Ark. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht neue Zauber bekommen. Mergo und alle anderen. Es ist doch wirklich so, dass ich den Schaden der Zauber nur durch neue Ränge, also Flammenblitz 1, 2, 3, 4 und so weiter steigern kann. Ich kann den nicht nur irgendwie durch Skillen steigern, oder? Weil jetzt in dem Bereich, wo wir waren, ist der Schaden einfach zu gering. Ich verbrauche viel zu viel Mana und die Mopeds fallen halt einfach nicht um. The Third Shark, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Und NCNPCT. Wie spricht man das aus? Sei gegrüßt. Ich brauche dringend mehr Bam Bam. Sonst funktioniert das nicht. Und die Jovos sei auch gegrüßt. So, hier können wir erstmal abgeben. Pack, pack, haben wir fertig gemacht. Vor einem Jahr legte einer von Captain Bly geführte Plünderungs... Legte... Was? Ach, blab, blab, blab. Vor einem Jahr legte eine von Captain Bly geführte Plünderbande an Enderals Küste an und überfiel die Eisbrecherwarte. Beim Kampf wurden alle Arbeiter der Warte und Captain Bly getötet. Gerüchteweise ist Captain Bly als Wiedergänger auferstanden und befindet sich auf dem Weg zu seinem Schiff. Für sein Ableben sind 380 Emmentaler Groschen ausgeschrieben. Nimm ich mit. Hat er das schon aktiviert? Captain Bly, okay. Gut, wir gucken mal ins Adelsviertel, ob es bei Funkenflug und Feuerblitz tatsächlich neue Klamotten gibt. Ich will mal schwer hoffen, dass euer Name auf dem Register steht. Bank? Das ist hier das Adelsviertel, ne? Jetzt reden alle wieder über das Essen, weil Spike über das Essen gesprochen hat. Und Mergo, weißt du, wo es die Lehrlingsbücher für Schlossknacken gibt? Das kannst du gerne sagen, die habe ich gestern schon gesucht. Ich hatte keine Zeit, nochmal reinzugucken, wo die liegen. Sonst muss ich wirklich jeden Händler mal abklappern. Wenn du mir halt sagen könntest, in welchem Viertel wie der Händler heißt, dass ich ein paar Bücher kaufen kann. Ich würde nämlich Schlossknacken ganz gerne eben auf 25 bringen. Das heißt, ich würde gerne 8 Bücher kaufen. 8 Lehrlingsbücher. Wie gesagt, die für die Magie habe ich ja gefunden bei Funkenflug und ja, hier im Nimbus 2000 Laden, weißt du schon. Weil sonst muss ich hier wieder stundenlang suchen. Habt ihr euch verlaubt? So, gucken wir mal, ob es da neue Ränge gibt. Euch kenne ich. Schreitet wohl zum Gruß. Meine Waren wollt ihr sehen. Ja, ja, nicht schon wieder rein. Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. So, was haben wir denn hier? Das sind nur die Lehrbücher, Meisterbücher, Rolle, Stäbe, Zauberbuch. Rang 1, Rang 2. Rang 1, Rang 1, Rang 2, Eispfeil. Eispfeil Rang 3. Aha. Aha. Rang 1. Equilibrium. Erdelementar. Erdung. Erdung 2. Das ist schon mal geil. Erdung 2. Das ist doch mein Blitzhiebzauber, den ich am liebsten habe. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Einmal Erdung Rang 2. Nehme ich mit für, was kostet der? 129. Ja, ich habe genug. Machen wir fertig. Oh, Erdung Rang 3. Bin natürlich schlau. Ja, komm, nehme ich den auch noch mit.
Erzürnen Rang. Klingt spannend. Boah, Les, welche Mod hast du drauf? Das sieht bei dir richtig nice aus. Wie ist tatsächlich der Moped-Bot? Zwei Zeilen unter dir wiedergibt es Sir Shark. Das ist eine Total Conversion. Nennt sich Enderal und macht das ganze Spiel quasi neu. Neue Charakter, neue Welt, neue Quests. Alles neu. Hat nur noch die Skyrim Engine. Wie es genau funktioniert, ist da beschrieben, wenn du auf den Link klickst. Feuerblitz haben wir mittlerweile auch schon einige, aber wir haben ja Flammenbiss, ne? Feuerelementar, Feuerrune, Flammenbiss Rang 1, Flammenbiss Rang 2, Flammenbiss Rang 3. Ja, nehme ich mit. Einen bitte. Und dann wäre eventuell noch Frosthauch. Frosthauch Rang 3. Ja, now we are talking. Now we are talking. Da nehme ich auch nochmal einen mit. Na gut, das sollte erstmal reichen. Lebensabsorption Rang 3. Oh, den nehme ich auch noch mit. Was hält das? Achso, das hält dann einfach 15 Sekunden länger. Ja, das ist nicht ganz so spannend. Na gut, lese ich dir erstmal die Bücher. Dann gucken wir mal, ob ich jetzt wirklich den Gesellenrang brauche. Du kannst oben in der Leiste auch einfach auf das Buch mit Rollen und Symbolen gehen. Dann werden dir nur noch Bücher und so angezeigt. Ja, bin ich nur zu faul für. Prinzipiell hast du recht. Prinzipiell hast du recht. So, Blitzheilung Rang 1. Erdung Rang 1. 2. Die Dreier lerne ich nochmal ganz kurz nicht. Oder? Lerne ich die? Ich hatte jetzt das Mana-Schon-Ding schon gekauft, ne? Ja komm, wir lernen die einfach. Erdung Rang 3, Feuerball, Flammenbiss, Frosthauch, Lebensabsorption. So, dann kann ich die Bücher eigentlich verkaufen, aber jetzt möchte ich die ganz kurz bitte nochmal favorisieren. Das ist immer noch Novize. Okay, dann kommt der weg, der kommt rein. Feuerball habe ich nicht drin. Lehrling, da habe ich jetzt Lehrling drin. Ach, gleißender Funke war es gar nicht. Erdung? Rosthauch? Lehrling? Gut, dann haben wir tatsächlich hier schon mal die Lehrlingsklamotten. Dann muss ich die einmal ausrüsten. Einmal den Frosthauch, einmal den... nee, warte, jetzt können wir ja auch die Erdung nehmen. Erdung und... wo war Feuer? Feuer war da. Gut, das heißt, ich brauche da jetzt natürlich dann auch mehr Mana. Aber Mergo hat meine Frage noch nicht beantwortet, ne, Mergo? Wo ich die Bücher für das Schlossknacken bekomme. Das wäre nice, wenn du mir das einmal sagen könntest. Beziehungsweise ich könnte nochmal eben Geld ausgeben. Ich guck mal nach den Gesellenbüchern, wie teuer die sind. Euch kenne ich doch. Dann kann ich nämlich ganz kurz. Wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. So, Rolle, Rolle, Rolle. Zauberbuch, die kenne ich, die können weg. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Gesellenbücher. Nee, Lehrling, ne? Lehrling, das erste ist Lehrling, Lehrlingmeister, genau, Gesellenbücher, Gesellenbücher. Nach Geselle kommt Experte und dann kommt Meister, genau. Okay, also das heißt, ich brauche jetzt als erstes die Gesellenbücher in Mentalismus. Und da kostet 175, okay.
gibt es, glaube ich, links neben deinem Shop bei einem anderen Händler. Okay. Links? Nee, Mentalismus. Ich bin doch Elementarist. Ich brauche Elementarismus. Kostet 175 eins. Wie viel brauche ich denn? Bis 50 gehen die, ne? Das heißt, ich bräuchte 25 Bücher. Und die kosten? Ich könnte jetzt 10 Bücher kaufen. Das heißt, ich nehme erstmal 5. Gesellenbuch Elementarismus. Ganz sicher bin ich aber nicht, da ich Schlossknacken nicht nutze. Wie machst du denn die Dinger auf, Mergo? Kaufst du dir immer nur die Scrolls? Ja, wobei, wäre vielleicht auf Dauer billiger, ne? Wenn ich die Bücher irgendwann kaufen muss, könnte ich eigentlich auch die Scrolls kaufen. Prinzipiell ist das eine Idee. Elementarismus. Warte mal, das könnte tatsächlich eine Idee sein. Da hast du nicht Unrecht, da hast du nicht Unrecht. Objekte. Und dann gehen wir hier auf Gesellenbuch Elementarismus. So, das war auch richtig, ne? Dann haben wir das nämlich auf 31. Genau, das sieht ja schon mal gut aus. Ja? Ich bin mittlerweile Bonze und kauf Rollen. Ja, das tatsächlich, also wenn ich die Preise sehe, kann das eventuell mit den Rollen tatsächlich funktionieren. Denn ich brauche ja zig Bücher, um dann nachher zu skillen. Dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Natürlich, lasst euch Zeit. So, gucken wir mal ganz kurz, was er insgesamt hat. Er hat auf jeden Fall eine Menge Baupläne. Er hat eine ganze Menge Baupläne. Viele bunte Baupläne. Alter Schwede, Milliarden von Bauplänen. Das hört gar nicht mehr auf. Rolle, Schlüssel, Geselle. Kostet 100. Und ein Buch kostet, ja, im Endeffekt ist es fast wirklich, glaube ich, billiger, sich die Rollen zu kaufen. Wie gesagt, die kosten weniger als die Bücher. Das stimmt schon. Und Expertenbuch Schlösserknacken? Nee, ich bräuchte erstmal Lehrling, ne? Lehrlingsbuch Schlossknacken. Lehrlingsbuch. Ja, aber der hat nur eins. Das heißt, ich müsste den immer 24 Stunden reloaden, weil er immer nur ein Buch hat. Hm, nicht gut. Was wir mal ganz kurz machen. Ich überlege beim Pinkeln, was ich jetzt kaufe. Ihr macht Blitzpinkeln, ich gehe überlegen, weil meine Cola ist auch alle. Ich hole mir eine Cola, gehe Blitzpinkeln. BRB. So.
So, Reh. Entschuldigung. Ja, aber ich habe mich jetzt entschieden. Ich kaufe die Rollen. Ich kaufe die Schlüsselrollen. Und zwar kaufe ich dafür jetzt einfach alle. Geselle. Geselle, Geselle. Dankeschön. Die nehme ich dann einfach mit. Dann kann ich mich nämlich konstant nur auf zwei Skillbäume konzentrieren. Also Elementarismus und Lichtmagie. Und den Rest kann ich mir einfach kaufen. Draufgeschissen. So, dann können wir die Quests abgeben. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Nee, heute nicht. Ich bin arm. Jetzt habe ich nämlich selbst nur noch... Wie viel habe ich jetzt? 1400 Gold. Aber ich kann noch mal was in die Kiste packen. Das muss ich dann mal tatsächlich nachher machen, dass ich da aus der Kiste was raus verkaufe. So, da haben wir nämlich schon wieder haufenweise Eisenpfeile, Dolch, Claymores, Eisenfalle, halt haufenweise Zeug. Jetzt habe ich natürlich wieder die Schaufel weggepackt. Ich Arsch! Das benutze ich nicht, das benutze ich nicht und das benutze ich auch nicht. Und ansonsten nichts doppelt. Die Tränke, bis auf die Genesung, Gift des Leidens, Gift des Leidens. Tranken nehme ich mal mit. Lebenstrank nehme ich mit. Magieschutztrank. Magiertrank. Das kann weg. Den Mana-Trank behalte ich. Das behalte ich. Rolle der Lähmung. Wasseratmung. Feuerball. Schlüssel. Schlüssel. Teleport nehme ich mit. Das nehme ich auch alles mit. Das kann alles raus. Das habe ich gelesen. Das kann ich behalten. Und dann habe ich hier wieder noch ein paar Baupläne. Die kann ich auch alle ganz kurz wegpacken. Dietrich hier behalte ich, die Einzelteile können weg, die Eisenbahn können weg, das kann weg. Die Groschen behalte ich, die Fackel, Kelch, die Seelensteine, Kohle, bla 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 bla. Das kann alles erstmal hier rein. Chaos überall. Perfekt. So, einmal F5. Labolas, sei gegrüßt. Ich glaube auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich an deinen Namen. Du warst schon häufiger mal hier, oder? In der Vergangenheit. Ja. Schön, dass du wieder reinschaust, wenn dem so ist. Ich muss da unten hin. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss einmal Jasper im tanzenden Nomaden und über den da und... Ja, ich muss nur mit Jasper noch reden. Das ist richtig, im tanzenden Nomaden. Jo, Fallout 4 hauptsächlich. Okay. Ja, wobei, das ist ja dann naheliegend, weil Enderal Skyrim ist ja quasi Fallout mit Magie, wenn du so willst. Hatte wenig Zeit in letzter Zeit. Ja, kein Problem. Ich habe mich nur an deinen Namen erinnert. Willkommen zurück dann. Schön, dass du wieder reinschaust. Kennt eigentlich einer das Spiel Michael Jacksons Moonwalker? Das ist eines der schlechtesten Spiele der Welt, Bobby. Ich glaube wirklich eines der absolut schlechtesten Spiele. Das muss man, glaube ich, nicht kennen. Da hat man echt nicht viel verpasst, würde ich jetzt behaupten. Wie kommt ihr auf solche Spiele? Holy moly. Da bin ich richtig. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich gehe falsch. Ich folge den Dingern. Aber so wirklich irgendwie zum Ziel bringen mich die nicht. Katarex, sei gegrüßt. Nein, das widerlege ich. Warum denn? Warum widerlegst du das denn? Also die Open-World-Formel kommt mir schon relativ identisch vor, muss ich sagen. Madame? Ach, oder meinte Labolas da... Ach so, das schlechteste Spiel, er meinte das in Bezug auf Moonwalker. Ich habe das Gefühl, ich gehe total falsch.
Das schlechteste Spiel ever war ITE, oder wie man das schreibt. Das sagt mir gar nichts. ITE? Sagt mir nichts. Was soll das denn sein? ITE? ITE? EIT? Sagt mir gar nichts. Noch nie was davon gehört. Naja, aber Moonwalk war halt auch so ein... Genau wie der Superman auf dem, was war das, Saturn Mega Drive? Alter Schwede, ey, da gibt Spiele, die sollte es einfach nicht geben. Ja, aber... Diese Kilenen haben Mut, also muss man ihn lassen. So, bin ich hier richtig? E.T., na dieses kleine... Ach, dieses kleine grüne Männchen am Fahrrad. Der schreibt man E.T. Geht weiter. Falls du E.T. meinst von Steven Spielberg und davon ein Spiel. Nee, das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Da muss ich passen. Das habe ich nicht gespielt. So, Konstantin Funkenschlag. Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Lishari hat das Ritual an mir vollzogen. Es gab Schwierigkeiten in Alt-Raschengrad. Wer im Tempel gehört alles zu euch? Erzählt mir etwas mehr über euren Orden. Woher aus Nerim kommt ihr genau? Ja, wir sagen direkt das Erste. Lishari hat das Ritual an mir vollzogen. Es gab Schwierigkeiten in Alt-Raschengrad. Ich weiß. Sie hat mir schon alles erzählt. Gute Arbeit. Auch wenn mir ein Teil ihres Berichts ein wenig überschwänglich erscheint. Aber gut, das soll der alte Arantial beurteilen. Er will euch nämlich ohnehin sprechen, weil ihr sein Interesse geweckt habt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter in das Ganze verwoben werden will. Woran auch immer ihr da forscht. Gut, wo kann ich ihn finden? Wer ist denn nun dieser Andrantheal eigentlich genau? Im Emporium. Das ist das letzte Gebäude auf der linken Seite des Tempels. Sagt einfach der Wache, dass Arantheal nach euch verlangt und sie wird euch hineinlassen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Madame hat euch etwas als Dankeschön hinterlassen. Ihr sollt selbst wählen. Es gibt ein Buch, eine alte Karte oder einen Beutel Groschen. Was davon wollt ihr? Zwei Lernpunkte. Ja, zwei Lernpunkte auf jeden Fall. Klar. Das sind zwei Level. Die Schatzkarte, keine Ahnung. Und Groschen 150 ist gar nichts. Also zwei Lernpunkte. Gut. Dann mal hopp. Wir sprechen uns später. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da kann ich nämlich zweimal schön skillen. das finde ich super. Großmeister Arantheal im Emporium aufsuchen. Ist die Quest aktiv? Ist sie. Perfekt. Jetzt müssen wir nur finden, wo das Emporium war. Da unten. Erstmal muss ich, glaube ich, hier wieder rausgehen. Die Source, sei gegrüßt. Hatte ich dich schon? Nee, wir hatten heute noch nicht, ne? Schönen guten Tag dir. Ich verlaufe mich hier schon wieder in dem Turm. Wo geht's denn hier nach unten? Nein, nicht nach oben. Ich will nach unten. Wo kam ich denn her? Ach, hier ist... ich habe das Loch gar nicht gesehen. Da ist ein Loch an der Treppe. Wie logisch. Lernpunkte, nicht Erinnerungspunkte. Das sind Punkte für Skillbücher. Akaneko? Ich hoffe, du hast nicht recht. Ich habe 39 Lernpunkte. Akaneko?
dann war das vielleicht doch nicht so gut, was ich gerade gewählt habe. Wo war das Moped denn? Das war jetzt hier drin, ne? Jetzt habe ich es gerade gesehen und jetzt ist es weg. Toll, wie habe ich es denn jetzt gerade instant gefunden und jetzt nicht mehr? Da. Danke. Bis gerade hatte ich mich gefreut. Jetzt fühle ich mich scheiße. Okay, also die zwei Lernpunkte sind tatsächlich eher useless. Dann hätte wahrscheinlich die Schatzkarte mehr gebracht. Die 150 Gold wäre auch nicht viel gewesen. Aber die zwei Lernpunkte sind zumindest so wie ich spiele total kacke, weil wir eh genug davon haben. Ich dachte, das wären Erinnerungspunkte. Ja, danke Arka für den Hinweis. Also, beim nächsten Mal würde ich dann eher die Schatzkarte nehmen, glaube ich. Ne, wir hatten noch nicht. Moins Les, die Sauce sei gegrüßt. Hast du schon Ark gezockt? Nein. Läuft im Moment auf meinem Rechner noch nicht, Labo. Läuft nicht. Ich habe es mal runtergeladen, wollte es spielen, 5 FPS. Das liegt ja nicht an dir, Acker. Du hast ja nur erklärt, wie dumm ich bin. Womit du recht hattest. Scheiße, Mann. Jetzt fühle ich mich echt kacke. Ich habe mich so gefreut. 2 Skillpunkte für Nulle. Das wäre toll gewesen, aber die Lernpunkte sind halt total kacke. Ach, Mann, ey. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Ist das hier dieses Emporium? Nein. Bitte geht weiter. Civicus, sei gegrüßt. Macht nichts, ich zocke Ark. Auch auf extrem low memory. Ja. Ganz ehrlich, das habe ich bei zig Streamern schon gesehen, Labo. Und das sieht dann total, Entschuldigung, wenn ich das sage, nicht gut aus. Also wenn ich einen Streamer-Arc spielen sehe, wo das aussieht, als ob das Spiel von 1996 ist, weil die Grafik so kacke ist, das kannst du nicht streamen. Also möchte ich so nicht streamen, wenn möchte ich es halt komplett hochauflösend mit maximalen Details streamen und das kann meine Grafikkarte im Moment nicht. Und wie gesagt, wenn die neue da ist, ist Arc auch ein Spiel, wo ich gerne mal rein streamen würde. Im Moment ist es halt nicht machbar, weil mit maximalen Details auf Full HD habe ich irgendwie 5 FPS. Das geht null. Das sieht wohl richtig Performance, das Spiel. Aber dann sieht es auch gut aus. Also zumindest in den 5 FPS würde ich meinen, dass es gut aussieht. Es war eine schöne Dia-Show, die ich hatte. Und wie gesagt, das Spiel hier ist jetzt auf maximalen Details mit, und es läuft halt noch so mit roundabout 30 bis 60 FPS, je nach Lage. Wie gesagt, das geht nicht höher. Das ist jetzt 1080 Full HD und komplett die Anzeige ist halt auf Maximum. Mehr geht halt nicht. Dann müsstest du halt noch zusätzliche Mods benutzen, die das Ganze halt eben noch schöner machen. Aber out of the box geht's halt hier nicht höher. Diese Pekast meinte, sie haben es auf den Siegelstein abgesehen. Und wenn es ihnen beim nächsten Mal gelingt, dann weiß der schwarze Wächter, wie wir den Zyklus noch aufhalten sollen. Den Zyklus? Wenn man dir zuhört, vergisst man glatt, dass dieser ganze Zirkus hier nur stattfindet, weil du und deine nerimesischen Freunde schlechte Träume hatten. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber der erinnert mich so ein bisschen irgendwie an genauso sehr wie ich. Game of Thrones. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle. Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealor, damals in Kyra. Natara, die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Ja, ich bin da. Ihr seid also das Wunderkind, von dem alle sprechen. Genau. Interessant. Ich bin Thealor Arantheal, Sohn Lorios des Ersten und Großmeister des Ordens. Und es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie nennt ihr euch? Mein Name ist Slessana vom Moped Club. Ihr wolltet mich sehen? Ja. Und ich werde gleich zum Punkt kommen. Ihr seid hier, weil ich glaube, dass ihr besonders seid.
und weil die Menschheit vor einer Bedrohung steht, bei deren Bekämpfung ihr unverzichtbar seid. Ihr meint den roten Wahnsinn? Unter anderem, ja. Ich muss euch nicht erklären, dass die Lage auf Vin derzeit chaotisch ist. Die Kriege, die lebenden Toten, gewöhnliche Menschen, die plötzlich den Verstand verlieren, um mal das Offensichtlichste zu nennen. Was kaum jemand aber weiß, ist, dass etwas diese Ereignisse verbindet. Ihr aber habt dieses Etwas gesehen, genau wie ich. Die Vision. Dann heißt das, ihr wisst, was sie zu bedeuten haben? Was hier passiert? Ja, und ich werde euch alles erklären, was es ist, wer wir sind und eure Rolle in all dem. Kommt, gehen wir hinaus. Vielleicht wisst ihr bereits, wer ich bin. Ich stand mein Leben lang im Dienst der Götter, die bis vor ihrem Tod... Nee, Gothic habe ich nie gespielt, Lamo. Was ihr aber wohl nicht wisst, oder ist, Gothic, dass derjenige, der ihren Tod wesentlich mit zu verantworten hat, mein Sohn ist. Narazul Arantheal. Er hasste die Lichtgeborenen, weil sie seiner Meinung nach den Menschen ihr Recht auf Freiheit raubten und deshalb wollte er sie stürzen. Er fand Anhänger, scharte eine Armee um sich und erklärte ihnen, und damit auch mir als Diener der Lichtgeborenen, den Krieg. Das Ganze gipfelte vor jetzt 30 Jahren in einer Schlacht, die Narazul gewann. Er tötete jeden Überlebenden, bis auf mich, und sperrte mich in ein Verlies auf Nerim. Warum genau er das tat, weiß ich bis heute nicht. Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit. Wenn Narazul euer Sohn war, woher kam sein Hass auf die Götter? Wenn sogar der Orden der Götter den Tod der Lichtgeborenen anerkennt, wieso wissen so viele Leute nicht davon, gerade hier? Es gab Umstände, die diese Entwicklung begünstigt haben, sagen wir es so. Aber das ist eine lange Geschichte und keine, die wir hier und jetzt besprechen werden. Weil Stabilität momentan das höchste Gut ist, vor allem in Anbetracht dessen, was uns bevorsteht. Auf Kyle oder Kyra haben die Herrscher den Fehler gemacht und den Tod der Götter anerkannt. Und die Bürgerkriege dort haben gezeigt, was für ein Chaos eine solche Offenbarung mit sich bringt. Enderal ist die Wiege des Götterordens, der Inbegriff der Theokratie. Was passieren würde, wenn wir als Orden die Gerüchte bestätigen würden, wäre unerdenklich. Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Was nach all dem hier kommt, ist offen. Aber für den Moment müssen wir alles in dieser Richtung dementieren. Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit. Nach mehr als 30 Jahren, ja. Weil mit dem Tod der Götter auch die Magie des Kerkers verschwand. Und während meiner Flucht durch die Nordberge Nerims hatte ich sie auch das erste Mal. Die Träume. Genau, ich bin Magier, um genau zu sein, Elementar- und Lichtmagier, also primär Elementarismus und zweitens Taumaturgie. Aber da habe ich noch nicht so viel drin geskillt, also wie gesagt, Elementar ist das meiste im Moment. Und sei gegrüßt, Redneck Revenge. Rednecks Revenge. Ich sah immer wieder dasselbe, dieses grelle, furchtbare Licht und hatte das Gefühl zu verbrennen. Und darüber, wie eine Art Schleier, lag das Wissen, dass uns etwas bevorsteht. Am Anfang tat ich das natürlich als Hirngespinste eines Verhungernden ab und konzentrierte mich darauf zu überleben, aber ich scheiterte. 2 Tage nach meinem Ausbruch war meine Kraft erschöpft und ich wäre gestorben, wenn mich nicht ein ehemaliger Gefolgsmann meines Sohnes gefunden hätte. Ein Gefolgsmann eures Sohnes? Wart ihr damit nicht Feinde? Waren wir, ja. Aber er erkannte mich nicht und brachte mich zu ihrem Stützpunkt, ein altes Kloster in den Bergen. Die anderen wussten zwar, wer ich war, aber trotzdem töteten sie mich nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil ich als Feldherr der Lichtgeborenen in ihren Augen mit ihrem Tod ohnehin bedeutungslos geworden war. Ich weiß es nicht. Was aber selbst als ich mich erholte blieb, waren die Träume. Anfangs behielt ich es für mich, aber irgendwann begann ich an meinem Verstand zu zweifeln und erzählte ihrem obersten Magier Konstantin davon. Der sagte etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich war nicht allein. Sowohl er selbst als auch viele andere magiebegabte Menschen auf Wien hatten dieselben Träume. Und je mehr wir uns über dieses Phänomen unterhielten, desto mehr bekamen wir eine Ahnung, die sich mittlerweile bewahrheitet hat.
Die Träume kommen von demselben Ort. Sie sind eine geteilte Erinnerung. Eine geteilte Erinnerung? Er meint, sie kommen aus einer Art... ein gemeinsames Gedächtnis? Ein kollektives Unterbewusstsein, ja. Ich weiß, dass ihr es auch fühlt. Und die Borg. Wir. Und genau wie ihr jetzt noch, wussten wir die Bilder damals nicht zu deuten. Weshalb wir uns auf die Suche nach Antworten machten, in den Überresten der Zivilisation, die vor der unseren existierte, die Pyreia. Und je mehr wir forschten, desto mehr begannen wir zu verstehen. Und was habt ihr herausgefunden? Drei Dinge. Erstens, es gab etliche Zivilisationen vor uns und vor den Pyreern, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Zweitens, die Geschichte jeder dieser Zivilisationen folgte einem Muster. Sie entstanden, sie erblühten und irgendwann auf dem Höhepunkt ihres Seins verschwanden sie einfach, spurlos. Und drittens, dieses Verschwinden steht uns bevor. Alles, was in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert, ist das erste Anzeichen dafür. Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs, eines Zyklus. Und unserer nähert sich dem Ende. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt, aber nie ist es eingetreten. Ist das nicht etwas weit hergeholt? Es gibt sicher andere Erklärungen für all das. In anderen Worten, das Ende der Welt steht bevor. Wir nehmen mal das Erste. Das wollten ich und Narazuls Magier auch glauben. Lange Zeit. Aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen, die Geschichte der Pyreia ausführlicher zu studieren, und die Parallelen waren erstaunlich. Auch das Pyreische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Vin vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyreia hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyreia hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyreia nannten dieses Ereignis die Läuterung. Wenn die Pyreia wussten, was ihnen drohte, warum haben sie nichts dagegen unternommen? Wie zum Henker kann eine ganze Zivilisation einfach verschwinden? Das ist die Frage, auf die wir die Antwort finden müssen. Es war kein gewaltsames Ende wie durch eine Naturkatastrophe oder eine magische Explosion. Zwar herrschte im Pyreischen Reich vor dem Untergang Krieg, aber als die Läuterung kam, war es, als wären alle Menschen plötzlich umgefallen und gestorben. Es ist gespenstisch. Vielleicht haben sie zu spät davon erfahren. Oder vielleicht waren sie zu schwach. Wir wissen es nicht. Und wo komme ich nun ins Spiel? Woher kommen meine plötzlichen Kräfte, die Visionen? Das ist der Punkt, warum wir eure Hilfe brauchen. Es sind nicht nur bestimmte Etappen in der Geschichte, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Es sind auch Persönlichkeiten. Persönlichkeiten wiederholen sich? Ja, die Pyreia nannten sie Boten. Kurz bevor die Läuterung bevorsteht, erscheinen sie wie ein Naturgesetz. Eine Art Antwort auf den roten Wahnsinn. Ich bin einer davon, genau wie ihr. Und während ich die Rolle des Herrschers erfülle, fällt euch die Rolle der Prophetin zu. Ich soll ein Prophet sein? Es klingt skurril, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eure Geschichte deckt sich perfekt mit den Beschreibungen. Und all das, der Zyklus, die Läuterung, sind Grund dafür, dass euch Narazus ehemalige Magier begleitet haben? Funkenschlag, Pekkast und die anderen? Ja, ehemalige Feinde oder nicht. Beide Seiten haben das Ausmaß dessen begriffen, was uns droht. Und das magische Wissen Narazuls ehemaliger Magier ist immens. Genau wie die Manneskraft des Heiligen Ordens. Auch die Manneskraft. Auch wenn nicht jeder der Hüter das so sieht. Das klingt falsch. Was? Stake of Decay? Euer Steak. Und warum soll ausgerechnet ich einer dieser Boten sein? Wenn ich eine Rolle spiele, heißt das, irgendwas kontrolliert mich? Uns? Nein, wie ich bereits sagte, die Boten erscheinen schlicht und einfach mit dem Anfang des Endes. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Was uns ausmacht, sind Fähigkeiten. Wie und für was wir sie einsetzen, ob wir scheitern oder siegen, das liegt bei uns. Okay.
Und was bedeutet das nun für mich? Zum einen eure Macht. Ihr tragt das Potenzial in euch, jede Fähigkeit in einem Bruchteil der Zeit zu meistern, die man gewöhnlicherweise benötigen würde. Das habt ihr selbst wohl schon bemerkt. Und zum anderen eure Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken. Und damit in die Zukunft. In die Vergangenheit und damit in die Zukunft? Wie meint ihr das? Eure Visionen sind ein Fenster zur Vergangenheit. Und dadurch, dass jeder Zyklus durch dieselben Ereignisse geprägt ist, auch in die Zukunft. Ihr seht, was geschehen ist und damit, was wieder passieren wird. Diese Gabe macht euch für uns unverzichtbar. Und deshalb will ich eure Hilfe. Jeremy, komm gut ins Bett. Und wenn mich das alles nicht interessiert? Nee. Was lässt euch glauben, dass wir diesen Zyklus überwinden können, wenn hunderte Zivilisationen vor uns dran gescheitert sind? Das klingt gut. Das ist die falsche Frage. Die richtige ist, welche Alternative wir haben. Warten und sterben? Na gut, wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun. Das wollte ich hören. Eines gibt es aber noch, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ich will, dass ihr unserem Orden beitretet. Und damit ihr das könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Oh mein Gott. Zocknaff, danke für den Host, auch wenn er wieder nicht angezeigt wurde. Dankeschön. Eurem Orden beitreten? Ist das wirklich nötig? Und was sind das für Prüfungen? Es ist die Prüfung, die von den Novizen absolviert werden muss, wenn sie zum Hüter erhoben werden wollen. Nur die Besten der Klosterschule bekommen überhaupt eine Chance. Und obwohl ihr kein Noviziat durchlaufen habt, will ich, dass ihr an der Prüfung teilnehmt. Jetzt gerade sind zwei Novizen zum Ritualplatz unterwegs. Ich habe sie bereits von eurem Kommen unterrichtet. Naja dann. Ihr habt sie bereits informiert? Woher wusstet ihr, dass ich zusagen würde? Naja, okay. Einfach in Ordnung. Wo finde ich die Gruppe? An der Grenze des Herzlandes, die zum Flüsterwald führt. Sie warten dort auf euch. Nehmt einen Mahul! Sei gegrüßt, Mahul 86. Dann folgt seinen Anweisungen. Es ist selbstverständlich, aber behaltet euer Wissen um den Tod der Lichtgeborenen für euch. Nicht, dass ihr damit ernsthaft Schaden anrichten könntet, aber im schlimmsten Fall werden euch wegestreue Menschen für einen Heretiker halten. Wenn der Zyklus aufgehalten ist, werden wir beraten, wie wir damit umgehen. Ob und wann wir es den Menschen sagen. Aber jetzt nicht. Das steht fest. Nun geht. Je eher wir diese Formalität erledigt haben, desto besser. Beendet. Teil von etwas Bedeutsamen 1. Gestartet. Teil von etwas Bedeutsamen 2. Spiegelführer Jorek Bata und die beiden Novizen an der Grenze des Herzlandes treffen. Ist die Quest aktiv? Ja. Perfekt. Perfekt ist auch Mahul. Willkommen im Moped-Club, wie es Spike schon sagt. Mach's dir bequem, hab viel Spaß, vielen Dank für die Unterstützung. Hilft ungemein auf die Reise zu neuen Emotes. Ich sag vielen lieben Dank, hab Spaß. Und natürlich auch Herzen für dich, wie es auch Kuribo und Yassi und so schon machen. Mehr Herzen, was ist da los? Tische umkippen können sie, aber Herzen machen geht nicht mehr. Verstehe ich schon. Mahul, vielen lieben Dank, ich hoffe du hast eine coole Zeit hier. Und mach's dir bequem, Dankeschön. So, wir müssen jetzt an die Grenze des Herzlandes. Die Grenze des Herzlandes ist wo? Das verlorene Bildnis. Ha, das ist ja quasi, ja, das ist ja quasi ums Eck. Ja, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Pass mal auf, kann ich jetzt eigentlich schon hier jetzt die Rückkehr nutzen? Ja, kann ich. Ja, super. Ich werde mal in den Lurk-Modus gehen. Sorry, aber zur Mühle. Yassi, komm gut ins Bett und in den Lurk-Modus. Grenze des Herzlandes ist der Aortasee. Oh, ho, ho, da war ja schon gehoben flach, Bobby. Dann war ja schon gehoben flach. Der Aortasee.
Alter Schwede. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken, dass wir so zu Fuß hinkommen. Just aus Reasons. Schon wieder so schwach. Mergo, viel Spaß beim selber zocken. Vielleicht bis nachher, Wert. Ich werde ja noch ein bisschen hier weitermachen. Oder bis morgen. Ja, morgen kein Enderall, morgen natürlich State of Decay. Aber würde mich trotzdem freuen, wenn der eine oder andere da auch reinschauen mag. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Enderall geht dann Montag weiter. Was habe ich jetzt für Zauber ausgerüstet? Fokus? Nee, Rückkehr habe ich ausgerüstet. Das natürlich nicht. Ich möchte bitte Erdung und Flammenbiss. Dann gucken wir uns hier mal um. Den Turm hatten wir, glaube ich, schon entdeckt, genau. Da liegen nämlich noch die Leichen drin. Welcher Salamander-Song? Worüber redet ihr, verdammt? Ich habe keine Ahnung. Bin ich schon wieder ein Outsider, weil ich nicht weiß, worüber ihr redet? Wahrscheinlich. Hier ist eine Hütte. Oder so, eine Hütte im Gebüsch. Rastplatz entdeckt. Wo? Wo ist denn hier ein Rastplatz? Das ist einfach eine Lichtung im Wald. Hier ist gar nichts. Nicht mal ein Bett. Und ich kann ja auch nicht rasten. Die betrügen doch. Irgendwo höre ich einen Bär. Ja, das ist schon mehr Damage. Das ist schon deutlich mehr Damage. Würde ich meinen. Schau ihn nicht an, egal was sie sagen. Nicht den Salamander schau. Meine ich Kasakrawall. Keine Ahnung. Hab ich Angst, was da wieder rauskommt. Und der Louis sei gegrüßt. Sehe ich dich jetzt auch erst. Willst du eine Warnung, wenn du kurz davor bist, eine Quest zu verpassen? Nee, nicht wirklich, weil ich es eh nicht ändern werde, Aka. Ich werde die nicht alle, genau wie bei Fallout, nicht alle Quests sehen und machen. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich 200 Stunden im Spiel verbringen. Ja, die eine oder andere Quest werde ich tatsächlich übersehen. Das ist leider so. Also, das bringt da leider nichts, die Warnung. Irgendwo höre ich schon wieder einen Bär. Und ich irre hier gerade um die Mine rum. Mich bemerkt. Aua, ja natürlich. Warum auch nicht? Aua. Ja, das gefällt mir vom Damage schon deutlich besser. Gibt's hier ein Bett? Ja, aber eine Truhe für Lehrlinge, die kriege ich auf. Also vielleicht. Ich darf nicht reden. Ich darf nicht blinzeln. Ich darf nicht denken. Alter! Ach, bzzz. Stirb, kleines Schweinchen, stirb, stirb. Nee, ich hätte ganz gern erstmal ein Bett, das ich tags machen kann. Weißt du, Better sind better.
Warum guckt ihr mich heute? Das ist ja furchtbar. Ich krieg ja nicht mal einen gescheiten Satz raus. Better sind ja dafür gemacht, dass es Tag wird. Das ist, sind ja voll die magischen Better. Deswegen heißt das ja auch Better Twitch TV. Weil mit Bettern ist alles better. Ich schlafe mal. Jetzt haben wir PM. Das heißt, ich schlafe 12 Stunden. Dann müsste es 8 Uhr morgens sein, ja? Ist richtig. So, wie viel Arkanisten-Moped haben wir eigentlich? 4. Wir können rein theoretisch, ja, wobei 4 macht ja gar nichts. Dann waren wir bis auf 15% haben. Aber jetzt sehe ich wenigstens was. Hurra. Hurra für was sehen. Better sind immer gut. Ja, das stimmt schon. Oh. Oh. Ja, der Damage gefällt mir, muss ich sagen. Damit kann ich leben. Irgendwas greift mich an. Ich weiß nicht, was mich angreift, aber irgendwas. Mehl nehme ich mit. Können wir irgendwo mal kochen. Da ist nichts drin. Kohl nehme ich auch noch mit. Kabi, sei gegrüßt. Toter Schürfer. Ja, die Tomate nehme ich auch noch mit. Der Rest ist uninteressant. Dann haben wir hier noch einen Bauplan. Den nehme ich natürlich auch noch mit. Und dann können wir hier in die Höhle, so wie es ausschaut. Gucken wir mal rein. Was da so drin ist. Aber erstmal speichere ich einmal vernünftig. Nach Wurzelmine. Haben wir da eine Quest? Zufällig nicht, ne? Na, gucken wir mal in die Wurzelmine. Aua! Oh, Knie gestoßen. Au. Wofür sind die Baupläne? Du kannst schmieden, gerben, kochen und brauchst natürlich dafür Rezepte. Und dafür sind die Baupläne. Habe ich noch nicht viel genutzt. Den Rucksack, den ich trage, habe ich zum Beispiel, glaube ich, selbst gebaut. Weil Crafting werde ich potenziell erstmal ein bisschen, glaube ich, vernachlässigen. Ich kann das nicht benutzen, wenn ich kämpfe. Ja, aber ich kämpfe doch gar nicht. Oh doch, ich kämpfe. Jetzt, wo es sag's, kämpfe ich. Kämpfte ich. Jetzt kann ich looten. Markus macht sich heute noch kaputt. Ja, keine Ahnung. Markus, Pause machen. Wo sind die schönen Emotes, Gigantinsel? Ich vermisse die Emotes. Oh Mann. Machen wir. Gigantinsel informiert. Pause machen. Einmal F5. Einmal ins Menü. Einmal raustabben. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Und ich sage Pipi.